Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sportvlog am Dienstag. Ja, wir haben heute mal drei Themenschwerpunkte ein bisschen gesetzt. Wir gucken natürlich mal auf die Vuelta, geht in die entscheidende Woche, hat sich ja auch in der zweiten Woche jetzt doch nochmal was getan. Natürlich haben wir mal kurz auch auf die Basketballer. Läuft ja auch im Moment die Eurobasket in Köln, beziehungsweise in den drei weiteren, glaube ich, drei sind es, oder? Europäischen Insgesamt Städten. sind es vier. Ja. Aber ja, wenn du Köln natürlich erwähnst, sind es drei weitere. Und dann kurz vor Saisonstart auch natürlich nochmal einen kurzen Blick Richtung Amerika. Football-Saison geht wieder los. Gucken, was der Marc so als Favoriten auserkoren hat. Ja, deshalb fangen wir ganz simpel an: Fahrradfahren, ein bisschen in Spanien rumgurken. Wir sind in der dritten Woche. Zweite Woche, muss man sagen, hat der Roglic jetzt doch schon kräftig wieder aufgeholt. 34 ist er jetzt, glaube ich, noch hinten dran. Ja. Dann, ja, ich habe mir jetzt mal schon mal so ein bisschen heute Morgen jetzt mal ein bisschen Streckenprofil angeguckt, was jetzt so kommt. Gut, heute ist mehr oder weniger Überführungsetappe. Da wird nicht viel passieren, aber ab morgen geht es ja noch mal ins Gebirge. Glaubst du, er schafft es noch? Wird schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Das Team, habe ich ja schon mal gesagt, von Remco Evenepoel ist nicht ausgelegt, eigentlich für einen Gesamtsieg. Das ist auch nicht wirklich in ihrer DNA drin. Trotzdem muss man sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt schlagen sie sich sehr gut. Sogar den Ausfall von Julia Alaphilippe konnten sie ein bisschen kompensieren. Er selber hatte, wenn man ehrlich ist, nur einen schwachen Tag. Da hat er richtig verloren. Aber schon am nächsten Tag bei der Königsetappe, wenn man sich anguckt, wie wenig er nur verloren hat, dann wird das schon jetzt sehr, sehr schwer. Weil, wenn man sich es genau anguckt, eigentlich gibt es ja nur noch ja, 2,5 Etappen. Ja, wobei, Wo ich glaube, übermorgen die, oder morgen ist die, glaube ich, die nochmal die schwerste. ja, aber es gibt in dem Sinne nur noch 2,5 Etappen, wo die hinter ihm liegen, überhaupt noch attackieren können. Ja, gut, es ist. Auf den anderen muss viel passieren, damit er verliert. Da werden sie höchstwahrscheinlich geschlossen reinkommen. Und deswegen gehe ich davon aus, hat er sich einen guten Vorsprung erarbeitet. Und wenn er nicht nochmal schlechte Beine hat, glaube ich auch, dass das ein Ziel rettet. Weil, wie gesagt, auf der Königsetappe kam für mich der Angriff vom Primoz Roglic zu spät. Ja, wenn man Beziehungsweise, vielleicht kam er auch gar nicht zu spät, vielleicht kommt er selber wirklich nicht vorher. im Also. Prinzip kommt ja eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, eigentlich nur noch hochglücklich Maß in Betracht, Maß hat 201 zurück. Das ist, und alles andere ist ja schon über 4 Minuten zurück. Also da glaube ich schon wirklich nicht mehr dran. Aber der Drittplatzierte hat zum Beispiel einen Nachteil. Er ist höchstwahrscheinlich von den dreien von Natur aus der beste Kletterer. Aber er ist absolut kein aggressiver Fahrer. Ja. Also, das ist das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Und ich meine, er ist jetzt auch schon jahrelang neben Valverde gefahren. Und Valverde, muss man sagen, hatte immer einen aggressiven Stil. Ja? Und er hat den überhaupt nicht und er hat den auch gar nicht probiert zu adaptieren. Das war jetzt also auf der Königsetappe, war das echt eine Überraschung, dass er überhaupt so früh in die Gänge gekommen ist. Und weil normalerweise ist das überhaupt gar nicht sein Style, dass er von sich aus die Initiative ergreift, sondern eher, wenn einer angreift, geht er mit und dann hängt er da auch wieder drauf, übernimmt natürlich hier und da auch mal Führungsarbeit. Aber so, dass er von sich aus sagt, ich attackiere, kommt bei ihm super, super selten vor. Und das kriegst du, glaube ich, aber auch wenn es so tief in dir verwurzelt ist, auch nicht so schnell aus einem raus. Aber deswegen fällt er für mich schon ein bisschen raus. Und Primoz Roglic, wie gesagt, ich gehe davon aus, er konnte nicht früher auf der Königsetappe attackieren, aber dort hat er einfach für mich zu spät attackiert. Vor allem, wenn du dir die Probleme anguckst, die Evenepoel am Vortag hatte. Also, und da hat er massive Probleme gehabt. So, und jetzt hast du die Königsetappe, die nochmal höher ist, die Luft ist nochmal dünner. Und am Ende, was hat er ihm abgenommen? 10, 20 Sekunden, irgendwas in Ja. dem Dreh. Ja, ich habe jetzt einen Ruhetag hinter mir. Keine Ahnung. Ja. So. Deswegen.
Nein, deswegen, das wird zu super schwer und ich glaube auch nicht mehr machbar, weil auch das Team Jumbo-Visma, wenn man sich es genau anguckt, während sie die anderen Rundfahrten oder die anderen Rennen, wo sie dabei sind, eigentlich massiv als Mannschaft dominieren. Diesmal gar Jetzt nicht bei der so. Vuelta muss man auch sagen, waren alle Kapitäne in den entscheidenden Momenten eigentlich für sich. Während du ja bei der Tour, wenn du dich erinnerst, hatte er ja oder waren teilweise bis zum letzten Anstieg, fast bis zum Ziel, immer noch einer mit dabei. Also der mit hoch, es gab ja auch Tage, da haben sie den ersten und den zweiten oder ersten und fünften gemacht. Das hast du ja in dieser Vuelta gar nicht. Und die sind so früh schon alle für sich isoliert, dass es das natürlich auch nochmal schwerer macht. Und eins muss man sagen, ich meine, guck dir auch das Alter an vom Evenepoel. Der hat noch nicht ausgelernt. Nö, wie Also gesagt, der besser, der Junge. der, wie gesagt, Und das ist. dafür muss ich sagen, für sein junges Alter und dafür, dass er das erste Mal eigentlich bei einer dreiwöchigen Rundfahrt im Liedertrikot steckt in der letzten Woche, macht er das sensationell gut. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich würde mich auch mal freuen, wenn wir wieder mal ein bisschen Überraschung auch im Radsport da reinkriegen. Also deshalb. Und wenn wieder dieses ganze. Überraschung haben wir und ich glaube, wir können uns auch auf die nächsten Jahre freuen. Wenn du dir anguckst, der Giro-Sieger, der Tour-Sieger und Tour-Zweite, jetzt auch Evenepoel, wie alt die erst sind. Ja. Also es wird, Das ist sind ja jetzt noch in dem alles Moment ganz nicht so junge diese Spundis, Dominanz. die teilweise noch 10, 15 Jahre Radsport vor sich haben. Ja. Also deswegen, das ist. Da kommt viel nach und ich glaube, es wird auch spaßig in den nächsten Jahren. Und wenn du dir auch die Spanier anguckst, was da jetzt bei der Vuelta nachkommt, also wir haben ja nicht nur Enric Mas, sondern dann ist der Rodriguez noch da, dann kommt Ayuso, der ist erst 19. Und deswegen, also da kommt richtig viel nach. Und wenn du dir diesen Kampf mittlerweile um das weiße Trikot anguckst, also für den besten Nachwuchsfahrer, und die sind alle im Gesamtklassement in den Top 10 platziert. Also in den nächsten Jahren, glaube ich, wird der Radsport Spaß machen. Ja, wie gesagt, gut, es sah mal so zwischenzeitlich aus, als würde Pogacar doch dominieren, aber gebe ich dir recht, die Jungen kommen und er ist ja schlagbar, hat er ja auf der Tour gezeigt. Also in dem Sinn. Ja, gut. Aber auch Pogacar sollte man aufs Geburtsdatum mal gucken. Das wollte ich Auch auch gerade sagen. der wird uns noch Deshalb, das. 10 Jahre beglücken. Aber gut. Wie gesagt, wird spannend. Bin mal gespannt. Sonntag wissen wir es dann endgültig, wer sie gewonnen hat, die diesjährige Vuelta. Und Gott, gehen wir mal weiter Ich Richtung. weiß, es rein theoretisch schon am Samstag. Theoretisch am Samstag, ja, aber klar, ist ja Also eigentlich. erhofft ihr nicht von Madrid. Also ich denke sogar, dass du es im Endeffekt nicht morgen weißt, also nach der Etappe. Ja, gut, wie gesagt, ich halte mich mit solchen Sachen so frühzeitig, halte ich mich zurück, weil einfach immer was passieren kann. Ich meine, es hatte jetzt auch keiner, glaube ich, erwartet, dass sich Julia Alaphilippe ja, in so einer Kurve hinlegt, dass er ausscheidet. Dafür hat er einfach, wenn man ehrlich ist, was Abfahrten angeht, kurvige Abfahrten, Offroad angeht, einfach so vom Naturell her viel zu viel Klasse. Und jetzt hat er sich, wenn wir ehrlich sind, auf einer relativ simplen Kurve, hat er sich so hingelegt, dass es das Ausscheiden war. Gut, okay, natürlich in der Kurve lag anscheinend auch ein bisschen Sand und alles, aber trotzdem, deswegen. Klar, man muss erst mal durchkommen, weil Immer sonst macht es ja gar zurückhalten. nichts. Es kann leider sehr, sehr viel passieren. Dann haben wir noch natürlich immer noch Covid-19. Ja. Auch jetzt bei der Vuelta sind schon wieder Fahrer rausgenommen worden, weil sie positiv getestet sind. Also auch im Team vom Evenepoel. Deswegen, also würde ich wirklich sagen, warten wir bis Samstag und am Samstag weißt du dann höchstwahrscheinlich, wer es am Sonntag wird. So, aber. Davor ist leider immer noch sehr, sehr viel dabei, wo ich sage, naja, kann leider immer was passieren. Gott, kann leider immer noch was passieren. Ist eigentlich auch im Basketball so, wenn man sich die gesamten Tabellen mal angeguckt hat. Es ist doch eine sehr, sehr enge EM und auch bei uns. Ich war eigentlich gedacht, oh, wir sind eigentlich locker durch.
Pustekuchen. Wenn das heute Abend gegen die Slowenen schief geht, bist du auch wieder mittendrin im Geschäft. Ja, wie gesagt, aber jetzt muss man sich dann auch den restlichen Spielplan angucken. Jetzt haben Gut, wir also noch die gegen die Ungarn gehe ich Slowenen. mal davon aus, gewinnen wir. Also, Eben. Also. so, das ist ja im Prinzip, Berlin ist ja safe. Nein, man muss ja jetzt wirklich Also sagen. dieses Minimalziel, was wohl vorgegeben war von allen, dass wir nach Berlin kommen, ich glaube, da können wir schon mal von ausgehen. Das haben wir wohl geschafft. Das andere, was Gordon Herbert so mal formuliert hat, naja, Medaille glaube ich immer noch nicht so ganz dran, weil für mich ist eine Vorrunde eine Vorrunde. Da gibst du auch als Top-Mannschaft nicht in jedem Spiel immer alles, weil du einfach für dich sagst, ja, komm, komme ich auch durch. Eventuell taktierst du auch schon, dass du sagst, ich will lieber auf Platz 3 als auf Platz 1. Und all so Sachen, deswegen, also. Aber es ist natürlich schön, wie das deutsche Basketball sich präsentiert, vor allem vor den eigenen Fans. Wer sich die Spiele angeguckt hat, wie gesagt, sie laufen ja kostenlos auf Magenta Sport und live. Die Stimmung ist gut. Die Jungs reißen die Halle natürlich auch mit. Sie haben immer mal wieder Phasen, wo du denkst, so, okay, was ist da jetzt los? Aber am Ende des Tages schaffen sie es sowohl spielerisch als auch durch eine gewisse Aggressivität, eigentlich die Spieler am Ende zu reißen. So. Und das muss man festhalten. Und wir bestehen vor allem auch nicht nur aus der Starting Five. Das ist auch eine Erkenntnis, die man, glaube ich, jetzt ziehen kann, dass du hinten wirklich Tiefe in der Bank hast. Hat man ja vorher auch so ein bisschen bezweifelt, dass die Last eigentlich mehr bei Dennis Schröder und Franz Wagner nur liegt. Aber wenn du dir zum Beispiel Madolo oder so anguckst, sensationelle EM, die er bisher spielt. Ich gehe da auch wirklich mit der Einschätzung von Dennis Schröder in dem einen Interview mit. Eigentlich könnte der, so wie er sich entwickelt hat, definitiv NBA. Also gerade wenn du auch gegen Litauen die Nervenstärke, da die zwei Dreier in der zweiten Overtime, das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Ja, Also, und wie gesagt, meine definitiv. Spielzüge, die war, also wie gesagt, ich bin ja bekanntermaßen nicht der riesige Basketballfan, aber also das war schon teilweise super anzusehen. Weiß ich jetzt Ja. auch so, warum der ein oder andere so fasziniert ist von dem Sport. Ja, wie gesagt, aber ich hatte dir auch beim ersten Gespräch mal gesagt, hängt auch ein bisschen von Daniel Theiss ab, ob er fit wird und mitkommt. Weil wenn du dir anguckst, was der wegarbeitet, er ist jetzt für mich nicht der Scoring-Faktor. Er macht seine Punkte, alles ist schön und gut. Aber das ist halt einer, der wegarbeitet. Der ist unter den Brettern und holt die Rebounds. Er blockt. Er geht die Leute auch mit dem Trash-Talk an, was du im Basketball niemals unterschätzen darfst. Das gehört mit dazu. Selbst Michael Jordan, den ja alle als filigranen Techniker und so, nee, Michael Jordan hatte das mit das dreckigste Mundwerk auf dem Court, was du finden konntest. Also deswegen, der ist für mich auch ein entscheidender Faktor und das ist gut, dass er dabei ist, weil er natürlich in einer ganz anderen Form ins Posting reingeht, in einer ganz anderen Form eine Ausstrahlung hat. Und er dominiert zwar nicht die Bretter, aber er ist ein Faktor unter den Brettern und das ist sehr, sehr wichtig. Wobei man sagen muss, die Big Men, die ihn ersetzen, bringen auch bisher alle eine gute Leistung. Aber trotzdem siehst du bei ihm einen ganz anderen Spirit im Spiel. Ja, gut, wenn du jetzt, sagen wir mal so, die ganzen Gruppen dir auch mal anguckst, es ist ja wirklich überall eng. Glaubst du schon, dass da jetzt, sagen wir mal, jetzt der Spieltag ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber sagen wir mal dann der letzte, wirklich die große Taktiererei losgeht? Ja, die taktieren schon, kannst du von ausgehen, mehr oder weniger. Also im Staff wird eigentlich schon auch vor der EM taktiert. Also die haben da schon ihre Pläne und sagen, wie sie vorgehen wollen und haben sich ja auch intern Zielsetzungen gemacht. Wie ich ja Ich gesagt meine, habe, da ist gar nicht die Zielsetzung, Tabellenerster teilweise zu werden, obwohl du der Favorit bist, das sondern meine ich da ja. wird Du geguckt, schaust dir ja auch dann wie ist der die Weg? Räume an und weißt ja, Ja. wo deine Hauptgegner sind. Und normalerweise geht man ja versucht bei denen auf den Weg zu gehen. Das meine ich nur. Es ist ja jetzt diesmal wirklich, ich glaube, keine Gruppe wirklich entschieden.
sondern die sind fast alle immer punktgleich. Das heißt, du hast natürlich auch ein Problem, du kannst ja gar nicht so taktieren. Also zumindest jetzt noch nicht. Also jetzt heißt es wahrscheinlich auch erstmal für die Favoriten ihre Spiele gewinnen, dass man dann vielleicht im letzten Spiel taktieren kann. Wie gesagt, so allmählich müssen sie auch ein bisschen natürlich ins Rollen kommen, weil du kannst nicht die ganze Vorgruppe mit Handbremse spielen und dann sagen, so, jetzt sind wir in der K.O.-Phase, aber jetzt lassen wir es rollen. Du musst, im Endeffekt musst du dann auch schon in der Gruppenphase hin und wieder einfach mal an dein Limit gehen, damit die Spieler auch sehen, was wirklich momentan aktuell der Stand ist und möglich ist. Du musst natürlich vor allem deine Formation finden, die Starting Five, Best Six Men. Du musst auch gucken, wie die alle miteinander harmonieren oder wenn die von der Bank kommen, dass die auch mit in den Bewegungsabläufen drin sind, mit in den Spielzügen drin sind. Deswegen, also das wird jetzt noch gegen Ende hin, glaube ich, sehen wir richtig guten, hochklassigen Basketball und zwar von allen Favoriten. Ja. Gut, schauen wir mal. Wie gesagt, heute Abend 20:30 Uhr bei Magenta Sport frei zu gucken. Wer Lust hat, kann sich das wirklich mal angucken. Toller Sport im Moment. Vor allem, wie gesagt, auch Riesenstimmung, auch mal nach Köln, muss man wirklich sagen, super organisiert. Tolle Stimmung in der Halle, auch mal an die Fans Lob. Gut. Ja, wie gesagt, also ich finde das auch schön, dass so eine Heim-EM auch wirklich angenommen wird. Ja? Weil wir sind jetzt nun nicht die Mutterland des Basketballs. Auch in Europa haben wir jetzt nicht die stärkste Liga, wenn man ehrlich ist. Also da gibt es Ligen, die sind schon stärker einzustufen. Vor allem die Top-Mannschaften sind teilweise extrem viel stärker einzustufen als unsere Top-Mannschaften. Da ist auch teilweise natürlich mehr Budget im Umlauf, darf man auch nicht vergessen. Aber deswegen finde ich das schön, dass das in Köln, von den anderen drei Orten kann ich nicht viel sagen, aber dass das in Köln so harmoniert zwischen der deutschen Mannschaft und dem Publikum. Das muss man wirklich sagen. Gott, so, dann, wenn wir ja im Prinzip schon beim amerikanischen Sport sind, gehen wir jetzt zu, ich würde schon immer noch sagen, Amerikas Lieblingssportart. Ja, ist es. Also braucht man nicht viel zu diskutieren. So schön Basketball, Eishockey, Baseball, Ball sind. Wobei ja jetzt Baseball ist eigentlich die typisch amerikanische Sportart. Aber wenn du dir natürlich das Phänomen anguckst, mit den Stadien, wie voll die sind, was dort um so einen Spieltag passiert, was auf den Colleges passiert, und wie es auch mittlerweile ein weltweiter Hype ist, ist das schon die größte amerikanische Sportart, über die man sprechen kann. Ja, gut. Wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Interessant ist natürlich im Prinzip, wen siehst du eigentlich, sagen wir mal, so, wenn du jetzt alle Teams dir anguckst, keine Ahnung, wie weit die Preseason eigentlich ausschlaggebend ist. Ich glaube, das ist genauso wie unsere Vorbereitungsspiele im Fußball. Nicht unbedingt wirklich aussagekräftig, weil man halt auch testet, macht und tut. Also sagen wir mal so, mich würde jetzt mal interessieren, wen siehst du eigentlich am Ende ja, als Mitfavorit um dann den Super Bowl? Es ist ja wohl klar, dass das die Detroit Lions sind. Genau, war mir klar. Ja, ich meine, wenn man Fan von einem Team ist, seitdem man, keine Ahnung, denken kann, dann muss man die auch immer als Meisterschaftsfavorit haben. Ich sage auch, wenn man mich in der Bundesliga fragt, sage ich auch immer Eintracht Frankfurt, obwohl ich weiß, dass es nicht kommt. Hey, aber gut, dann sagen wir mal sehen, wen siehst du als Hauptkonkurrent? Ah, das ist in dieser Saison, glaube ich, relativ schwer zu sagen. Also, natürlich werden die typischen Verdächtigen dabei sein. Der Champion wird dabei sein. Die Chiefs werden dabei sein. Man darf auch gespannt sein, nicht nur auf München im November, was die Buccaneers hinkriegen, weil ich glaube, dass Gronk seine Karriere beendet hat, ist nicht wegen dem Scoring ein Problem, sondern wenn man sich anguckt, was er als Tight End in der Line weggemacht hat, ist das ein Faktor, der zum Tragen kommt. Im Endeffekt
Ich glaube, es sind die üblichen Verdächtigen wie auch in den letzten Jahren. Also ich finde jetzt nicht, dass die Verschiebungen innerhalb der Teams so massiv sind. Von den gedrafteten Spielern, auch auf den ersten 5 Positionen, muss ich ganz ehrlich sagen, dazu gucke ich dann doch zu wenig College. Da müsste ich mir mal 4, 5 Spiele angeschaut haben, um zu sehen, wie die kommen. So, deswegen glaube ich, gibt es nicht großartige Verschiebungen, sondern es sind die typischen Verdächtigen neben den Detroit Lions natürlich. Also. Ja gut, ich habe Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir Gegner haben. So. ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Bills dieses Jahr eine sehr, sehr gute Saison spielen können. Also das scheint mir doch so ganz gut Ja zusammengewirkt. gut, aber die Bills, wenn du die letzte und vorletzte, also Wir haben ja schon immer zum überraschend. ja, nicht so überraschend, ja, wie gesagt, ich sehe auch keine Überraschungen in dem Sinne. Weil, wie du richtig ja gesagt hast, eigentlich so in den einzelnen Mannschaften sich nicht so wahnsinnig viel getan hat. Gut, die Titans sehe ich nicht so stark wie eigentlich diese Vorsaison. Ich glaube schon, dass die also eher etwas schwächer sind. Aber Ja, du, wie gesagt, ich glaube, es wird wie jedes Jahr ein Happening. Ich glaube, wir sollten uns auf den 13. November alle freuen, wenn das Spiel in München ist. ja gut, das ist ja auch mit eines der größten, wenn man das schon allein von beiden Mannschaften. Und wie gesagt, und ansonsten wird sich da auch in der Saison noch relativ viel entwickeln. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur 3 Deutsche sich für die 53er-Kader qualifiziert haben. Und wenn du 2 davon nimmst, tue ich mir eigentlich auch schon mit der Begrifflichkeit, dass sie Deutsche sind, sehr, sehr schwer. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir nur 3 Deutsche, wie gesagt, in die 53er-Kader bekommen haben. Aber ich hoffe ja, dass sich da in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr ergibt. Ja, gut, das ist die Frage, ich sag mal, wie bei uns das Football weitergeht. Denn also sagen wir mal so, die jetzige Situation ist ja, ich glaube, für keinen wirklich richtig glücklich in Wie Deutschland. gesagt, zur 11 kann ich gar nicht sehr viel sagen. Ich Ja, habe es mir, wie gesagt, hatte ich mir mal 2, 3 Spiele angeguckt am Anfang. Und da war ich von dem spielerischen Niveau und ich war aber auch natürlich von der Art, wie es präsentiert wurde, war ich maßlos enttäuscht. Vor allem, man muss sich ja dann doch ein bisschen auch immer an den Worten messen lassen, die im Vorfeld und auch während der Saison dann noch gesprochen wurden. Ich habe mich nach der ersten Saison natürlich gefreut, dass hier das Heimteam trotzdem gewonnen hat. Hatten ja auch das Interview mit dem Coach, den ich über ein paar Kumpels, die sogar mit ihm noch aktiv zusammengespielt haben, auch kenne. Aber jetzt so in der zweiten Saison, gebe ich ehrlich zu, habe ich mir von der Elf auch gar nichts angeguckt, weil auch dieses, jetzt kommen die noch dazu und die noch dazu, war für mich nicht die Argumentation, weil ich wirklich von dem, was am Anfang war, einfach zu sehr enttäuscht war, weil es nicht mit dem übereingestimmt hat, was gesprochen wurde, was oder versprochen wurde sogar. Und was jetzt die German League angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir sowieso schon seit Jahren gewisse Probleme. Könnte ich dir 3, 4 Kumpels einfach nennen, die dir mal die Missstände im Inneren erzählen, weil die aktiv noch auf dem Feld stehen für unterschiedliche Mannschaften. Wie gesagt, deswegen, wir haben, glaube ich, was das angeht, sehr, sehr viel zu tun. Wobei Talente da sind, wobei genug Leute da sind, die sich immer noch für den Sport wirklich begeistern, auch für ihre Teams. Ich hoffe wirklich, dass jetzt, weil die NFL halt den deutschen Markt für sich entdeckt, dass sich da dann einfach nochmal was zum Positiven wendet. Jetzt bringen sie ja auch das Flag Football Programm zurück an die Schulen, die NFL. Also erster Standort ist Hamburg, aber also auch in Frankfurt wollen sie es mit an die Schulen bringen. Das könnte noch mal was bringen, weil ich glaube,
Das ist, wie ich auch schon mal gesagt habe, der Anfang zum Football ist nicht Football, sondern das Flag Football. Und dass wir darüber dann vielleicht noch mal mehr bekommen und dann denke ich, wird sich auf Jahre, glaube ich, auch das Niveau sowohl in der deutschen Liga als auch in der Elf wird sich dann irgendwann steigern. Wie viele dann am Ende wirklich den Sprung rüber schaffen, ist dann immer eine große Frage, aber ja, aber ich denke, der Weg ist noch länger, als er von vielen kommuniziert wird. Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, wie du sagst, du musst eigentlich, wenn man so ein bisschen anguckt, eigentlich von unten wirklich anfangen, dass du ein Jugendprogramm aufbaust, eine Grundausbildung denen verpasst. Und dann natürlich auch guckst, dass die Qualität der Ligen besser wird. Denn sonst hast du das Problem, was du ja jetzt auch hast, dass die wirklich Guten praktisch dann schon zu Highschool oder allerspätestens zu College-Zeiten eh nach Amerika gehen. Ich würde sowieso sagen, aktuell ist das der beste Weg. Also Ja, wie gesagt, ich war drüben ja auf der Schule, ich habe drüben auch studiert und da muss ich einfach sagen, wenn ich mich dann auch zurückerinnere an das Niveau, auf dem wir damals gespielt haben, und ich habe ja nur den Vergleich mit auch damals dann dort drüben, war das alles schon wesentlich höher. Also das war auch kein Wunder, dass da drüben in den USA keiner mich im Football haben wollte, weil die haben gesagt, der mag ja sein, dass das hier für Deutschland reicht, aber wir haben schon 13-Jährige, die das Spiel besser können als du. Also, und das muss man einfach auch so sagen, aber hier bei uns fehlte natürlich damals in meiner Zeit auch die Möglichkeit mit Flag Football und allem. So sind wir einfach nicht reingekommen, sondern wir haben ganz knallhart mit Football angefangen, ab einem gewissen Alter. Und da war es, gab es ja, das Flag Football gibt es ja nicht erst seit gestern, sonst gab es auch schon damals. Und deswegen ist da einfach eine sehr, sehr große Schere, die natürlich jetzt mit den Jahren ein bisschen kleiner geworden ist, aber es ist immer noch, glaube ich, erschreckend, wie ja, gut. groß die Unterschiede sind. Und deswegen würde ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er den Sport liebt, wenn er talentiert ist und ein bisschen was auch in der Rübe hat, probiert drüben an die Schule zu kommen, ans College zu kommen. Das ist der Ist ja. bessere Weg als momentan das hier und dann über das Practice-Programm dort reinzukommen, weil da hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren einige drin und wenn man ehrlich sind sie alle am Roster Cup gescheitert. Ja. Nee, das ist ja im Prinzip, man kann es ja schon eigentlich andersrum vergleichen. Siehst du ja auch Fußballspieler in Amerika aus der MLS ja dann meinen, in die Bundesliga zu kommen, dass da dann auch was fehlt. Logischerweise, da ist es neu, bei uns ist Football neu. Ich würde schon sagen, dass die Bundesliga mit zu den stärksten europäischen Ligen gehört, genauso wie einfach die NFL die stärkste weltweit die Liga ist im American Football, sodass du natürlich sagen kannst, du kannst eigentlich nur in so eine Liga kommen, wenn du meiner Meinung nach frühzeitig da auch im Land gelernt hast. Wobei mich das beim Fußball ein bisschen immer irritiert, weil wenn du drüben auf der Schule gewesen wärst, dann würdest du wissen, wie groß Fußball eigentlich in den Highschools und so ist. Ja, ich weiß, das ist sogar, Die also sagen wir mal, ein bisschen nach kicken uns der das Ding Kalorien. eigentlich schon. Und ich meine, du siehst diese Erfolge mit dem Frühkicken, siehst du ja an der Frauenmannschaft. Ja, aber wie gesagt, Aber bei bei den denen. Männern komischerweise, da wird auch gekickt, aber naja. Durchgesetzt hat sich Irgendwie. also mindestens fällt mir im Moment kein Amerikaner ein, also so 100%, aber kann auch noch Nein, kommen. nein, mir fällt auch keiner in dem Sinne ein. Also der Einzige, der mir einfällt, ist Tom Dooley, aber der war ja auch gekaufter Amerikaner. Amerikaner, ja. So. Nein, aber das ist eigentlich, im Prinzip ist das ja eigentlich, wenn man das sieht, und das ist aber auch der Schritt andersrum. Also es ist ja nicht nur so, dass der deutsche Sport einfach, wir sind halt, was Football angeht, hier immer noch Entwicklungsgebiet. Wie Ja, gesagt, viele aber ich entwickeln wollte nur sich sagen, dann einfach. eigentlich der Fußball dann bei den Amis überrascht mich, weil sie sind im Highschool-Bereich, sind sie halt kein Entwicklungsgebiet, sondern da ist das richtig im Sportprogramm mit drin und das ist voll und da wird gekickt und da wird gespielt. Und dann ist halt für mich das Phänomen, dass so wenig Gutes, mit Ausnahme bei den Frauen, so wenig Gutes nachkommt. Also sie sind, was das angeht, sind sie eigentlich im Jugendbereich, sind sie schon weiter als wir, weil ich weiß jetzt, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war Fußball an den Schulen, an denen ich war, und ich habe ja einige besucht,
Ja, wir haben auf dem Schulhof gekickt, aber wir haben auch mal im Sportunterricht gekickt, aber also das war eigentlich sehr, sehr unterrepräsentiert. Also das muss ich sagen, das habe ich erst in den USA kennengelernt, dass Ja. Fußball Sportfach ist. Ja, gut, das stimmt ja. Wenn ich jetzt gerade an so auch meine Schulzeit zurückdenke, war es eigentlich auch so. Was wir viel gespielt haben, war Handball und Volleyball. Ein bisschen Basketball, das kam aber auch sehr, sehr selten vor. Und Fußball eigentlich nur, wenn du draußen, also im Sommer, mal auf die Wiese konntest. Aber so, dass du eine richtige Ausbildung auch mal mit einem Trainer oder einem Sportlehrer hattest, der dir auch mal was bei, du hast eigentlich nur so ein bisschen vor dich hingekickt. Ja, regnet und drüben, wenn du in den USA in die Schule gehst, da ist, kannst du quasi Fußball, also Soccer, wählen. Und wie gesagt, die Dinger waren voll. Ja. Ah ja, Deswegen. wie gesagt, ich glaube, das, was wir ja schon eigentlich mehr oder weniger relativ am Anfang angesprochen haben, dass es also dringend notwendig wäre, dass sich alle, die im American Football unterwegs sind, mal an den Tisch setzen und sagen, hier, wir müssen das wenn wir was erreichen wollen, professioneller aufbauen. Und zwar vom Unterbau bis dann halt, sagen wir mal jetzt von mir aus, in der europäischen Liga, die dann also im Prinzip auch den Sinn hat zu sagen, dass Spieler aus Europa vielleicht den Schritt rüber nach Amerika schaffen können. Wie gesagt, ich meine, die NFL probiert da jetzt was. An 5 deutschen Städten, wie gesagt, wird es jetzt das NFL Flag Football Program geben. Vielleicht ist das dann der richtige Weg. Wie gesagt, es gibt ja auch genug Jugendvereine. Also es ist ja nicht so, dass du erst im Teenageralter mit Football anfangen kannst in Deutschland. Also in der Nachbarstadt zum Beispiel, weiß ich, wird Kinderfootball gespielt. Du darfst den Namen sagen, ich sag's nicht. Der bei den Rockets, das ist bei den Ja, Rhein-Main-Rockets. ich sagte Nachbarstadt. Den Namen darfst du sagen. Bei Du den hast da ja Rockets. mehr Sympathie für als ich. Also. Nee. Nein. Deswegen, also, es gibt ja schon die Möglichkeiten, es gibt die Programme. Wie gesagt, die NFL geht jetzt, wie gesagt, in 5 deutsche Städte, wo sich die Schulen bewerben können, zum Flag Football Programm. Und also, da tut sich jetzt ja doch irgendwie etwas, aber. Ansonsten, wie gesagt, von dem anderen, worum es ja ging, war ich halt, gebe ich ganz ehrlich zu, so dermaßen enttäuscht, dass ich mich dann da auch ganz schnell wieder ausgeklinkt habe. Ja. Wobei es gar nicht nur um das Spielerische ging, sondern es ging auch darum, wie es präsentiert wurde, oder auch wie es kommentiert wurde, weil wenn du Football interessiert bist, dann hast du natürlich auch eine Ahnung, ist das jetzt ein sensationeller Spielzug oder ist das einfach nur ein Spielzug? Und wenn mir dann aber einer probiert, einen normalen Spielzug als den Sensationell besten super, Spielzug ja. der Welt zu kaufen, dann ist auch so bei mir so, ah ja, gut, okay, alles klar. Das ist genauso im Fußball, wenn mich der Ball anspringt und er rollt ins Tor, dann habe ich zwar ein Tor gemacht, aber wenn ich einen Fallrückzieher mache, dann ist das schon noch was anderes. Jo, Gott, dann sind wir auch für heute durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder am Donnerstag. Ich hoffe, wir können dann über 5 deutsche Champions League-Siege sprechen. Und ja, ich bin mal Optimist. Ich traue Bayern in Mailand was zu, also so ist es nicht. Warst am Wochenende auf dem Weinfest, habe ich gehört. Ja, sind auch die Spätis. War schlimm, oder? Nein, ich bin immer, wie gesagt, ich hoffe auch immer auf deutsche Siege international. Wie gesagt, es geht ja auch um unsere 5-Jahres-Wertung, das darf man nicht vergessen. Und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, interessante Partien. Ich freue mich natürlich tierisch auf Mittwoch. Ich glaube, der Marc genauso. Da braucht man ja kein Hehl drum zu machen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. In dem Sinne, Wieso? alles klar. Wieso spielt der OFC am Mittwoch? Der spielt da, ja. Nee, Oberliga Hesse, Unna Floggebach spielt. Alles klar. Also, wir sehen uns am Donnerstag. Macht's gut. Ciao.